Der ist doch da vorne. Der Helikopter ist auch bereits in der Luft. Okay. Oh nein, 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 nein. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, was macht ihr denn da? Der ist ins Auto reingeflogen. Jetzt auf den Boden, Polizei, hinlegen. Hier vorne ist es schon und... Uiuiuiui, das war aber knapp. Aus dem Auto. Okay, den Rest werden wir laufen müssen. Okay, für alle Fälle nehme ich mir hier schon mal... Ich nehme mir mal eine Shotgun mit. Man weiß ja nie, was die so bei sich haben. Was macht ihr denn da? Das Teil bewegt sich auch noch. Ich glaube nicht wirklich, dass es Alien sind, aber so ein Teil, der baut sich sowas. Schön gut. Guten Abend. What the fuck ist das denn? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFA. Am heutigen Tage machen wir Streife an Halloween. Das könnte etwas anders werden als sonst, aber wir haben heute mal tatkräftige Unterstützung von einem Officer aus unserem Police Department. Wir werden heute, es ist gerade 21.16 Uhr, das heißt... Es sollte auf jeden Fall schon etwas bisschen los sein. Und der Herr wird uns heute mal etwas unterstützen. So, wir haben auch schon direkt den ersten Einsatz. Und zwar braucht ein Officer Hilfe bei einer Verkehrskontrolle. Und ich denke mal, wir können hier... Einmal kurz, hallo, bitte einmal stehen bleiben, vielen Dank. So, dann müssen wir ein bisschen Lalom fahren, aber egal. Das war gerade knapp, Moment mal. Rein theoretisch könnten wir auch... Geht's hier rechts rein, ja. Gut, dann sind wir hier auch schon. Dann, schönen guten Abend. Wir sind Ihre Unterstützung für die heutige Kontrolle. So, hier können die erstmal weiterfahren. Mal sehen, ob der Herr ein bisschen verdächtig hat. Verdächtig. Ach, okay. Okay, einsteigen, einsteigen, einsteigen. Komm. Oh nein, er ist auf den Freeway gefahren. Okay, dann brauchen wir sofort Luftunterstützung. Damit wir den hier nicht verlieren. So, wir sind nicht weit entfernt. Da vorne sind die Kollegen. Moment mal, wo müssen wir langfahren? Hier müssen wir, glaube ich. Hier sind wir richtig. Der ist doch da vorne. Der Helikopter ist auch bereits... in der Luft. Okay. Oh nein, 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 nein. Oh, das war sehr, sehr knapp. Okay, wir haben ihn gleich. Da vorne fährt er. Ich sehe ihn schon. So viele fahren hier gerade nicht. Die Kollegen sind ein bisschen hier lahmarschig unterwegs, würde ich sagen. Wir können mal eine Nagelspur. Wie ist nicht effektiv? Ich will eine Nagelspur. Ist mir egal, für was ihr das haltet. Okay, er ist hinter uns. Meint, wir machen eine Sperre. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Was sperrt ihr die Straße ab? Wir fahren hier lang. Also meint man, könnte ich auch den Kollegen echte Kopfnuss geben. Oh. Da hat er den gestreift. So, die fordern... Moment mal. Machen wir gleich... Ich weiß nicht.
Assistance required. 5, 2, King, Mary, 8, 2, 1. So, ich einmal direkt neben den Kollegen lang. Und. So. Wir stellen uns mal. Ach, da fährt er einfach dran vorbei. Naja. Finde ich ja nicht so praktisch. Ach, die Kollegen, die rammen uns. Ja, super. So. Oh Gott! Was? Bitch. Was sollte das denn sein? Die Kollegen haben mich einfach angefahren. So, jetzt schimmer auf dem Boden. Los, zack. Und sie warten jetzt. Sie sind hiermit festgenommen. So. Wir können die Kollegen gleich mitnehmen. Juggernaut-Invasion in Horwick. Okay. Hey, Moment mal. Das macht... Wieso steht ihr hier mitten auf der Straße? Schert euch weg. So, hier rechts einmal. Das, Moment, wer... Wer ist das denn? Hä? Wer ist da? Hallo? Wo rennt der denn hin? Was ist denn mit dem Typen los? Hallo, jetzt bleiben Sie mal stehen. Jetzt reicht's mir aber hier auch mal. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Sie sollen stehen bleiben. Also, mal ganz im Ernst, was ist denn das hier? Das sieht ja aus wie ein Terrorist. Ja, okay, ich glaube... Hier brauchen wir mal einen Krankenwagen. Ambulance. Assistance required in Hallwick. Oh nein. Es wurde hier ein Krankenwagen gemeldet, wo keine Rettungssanitäter drin sind. Ich hoffe mal, das ist nicht unser Krankenwagen hier. Nee, es sieht noch gut aus. Uiuiui, jetzt haben sie ja neue Krankenwagen. Let's move. Dem der Feuerwehr gesponsert. Na, das ist ja... Die sehen auch schick aus. Okay, ja. Kann man ruhig machen. Und dann kümmern sie sich mal um den Herrn. Was heißt denn Juggernaut? Ich weiß gar nicht. Das sagt mir gerade irgendwie nicht viel. Aber dass so ein Typ hier rumrennt, sieht sehr nach einem Attentat aus. Okay, dann brauchen wir hier mal das Kriminallabor. Und wir können hier erstmal vorfahren. So, wo sind sie denn hier? Assistance required in Hallwick. Dann holen wir mal hier vorne unseren Kollegen ab. So. Kommen sie. Um den Rest kümmern sich hier schon Leute vom CSI. Gut, damit wären wir hier soweit durch. Okay, Callout ist schon beendet. Dann passt das so. Attention Unit 1, oh Lincoln 18. We've got a stolen police vehicle in Alpha. Hier vorne ist es schon und... Uiuiuiui, das war aber knapp. Aus dem Auto. We've got a possible 148 in Alpha. Aus dem Auto. Und jetzt auf den Boden legen. Ganz langsam. Ja, schön. Nicht nur die Feuerwehr hat Krankenwagen gesponsert bekommen, sondern die Polizei hat auch ein paar neue Wagen bekommen. Das ist das, was mich mehr interessiert. Und wir fahren sogar gerade auch einen neuen Streifenwagen. Der sieht jetzt gar nicht mal so anders aus als... Uiuiui, also... Ich bin hier schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein krass guter Fahrer bin, aber das habe ich schon gut gemeistert, würde ich mal sagen. Und dann nehmen sie die Damen mal mit, der Abschleppwagen. Sollte den auch mitnehmen. Okay, dann wären wir hier auch soweit wieder durch. Bis jetzt haben wir außer diesen Terroristen für Halloween ist hier noch ziemlich ruhig, muss ich sagen. Okay, da freue ich mich schon wieder zu früh. Schon wieder eine Juggernaut-Invasion. Oh nein. Ist das gerade ein Halloween so ein Ding?
bitte einmal aus dem Weg. Was machen Sie bitte hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Oh nein, da ist schon wieder so ein komisches UFO. Sind das wieder die Aliens? Da unten läuft so ein Typ lang. Da läuft wieder so einer lang. Moment mal, kommen wir hier rein? Hier kommen wir rein, so. Okay, den Rest werden wir laufen müssen. Okay, für alle Fälle nehme ich mir hier schon mal... Ich nehme mir mal eine Shotgun mit. Man weiß ja nie, was die so bei sich haben. So. Oh, na gut. Bei solchen Leuten... Oh, ja. Sieht gerade sehr interessant aus hier in meinem Körper. Hallo? Ja, so. Okay. Dann einmal ein bisschen mitkommen. Okay. Was macht ihr denn da? Das Teil bewegt sich auch noch. Die Aliens, sind da, also, ich glaube nicht wirklich, dass Aliens sind, aber so ein Teil verbaut sich sowas. Schön gut. Guten Abend, what the fuck ist das denn? Ach du. LSPD, stop now. Auf dem Boden. Ist das nur eine Maske oder sieht der so aus? Was ist das denn für ein creepy Typ? Ach du. Das Teil da oben ist immer noch da, also. Das ist wirklich... Alter, der Typ sieht... Hä? Das sieht irgendwie nach einem Hund aus. Welche Augen etwas herausstecken. Das ist hier echt ein bisschen komisch, muss ich echt sagen. Okay. So, den setzen wir hier erstmal rein. Was ist das für ein Teil, bitte? Okay, also hier sind wir noch nicht so weit fertig. Ist jetzt so eine gute Idee, den allein im Auto zu lassen? Ich weiß es nicht. Andererseits will ich auch wissen, was das da oben ist. Das sieht doch wie ein UFO aus. Okay, Moment mal. Haben wir hier irgendwas, was uns helfen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das dort oben, bitte? Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein und ciao, Leute!